Super, nach dem Powerpfarrer aus Oberbayern jetzt eine Powerfrau aus der Oberpfalz. Gleich live hier in der Abendschau. Kraftvoll, dynamisch, stimmgewaltig. Andrea Marie ist der aktuelle heiße Stoff aus der Oberpfalz. Moderner Rockpop ist ihre Musik und die bringt sie schnörkellos direkt. Mit 16 hatte sie ihre erste eigene Band. Seitdem war und ist sie Frontfrau mehrerer Gruppen. Jetzt ist sie auch solo mit erstem eigenen Album unterwegs. The Voice of Oberpfalz, Andrea Marie, jetzt live in der Abendschau mit Moment. Just close your Erstes eigenes Album live in der Abendschau. Get Me Back, Andrea Marie. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Das ist Power. Oberpfalz Power ist Weithaus, habe ich gesagt. Ja. Jetzt bist du sehr heimatverbunden, obwohl du draußen warst in der weiten Welt, Kalifornien. Ja, ich war für ja, 4 Jahre circa immer wieder mal eben in den USA zum ja, ganz was anderes. Ich habe Spürhunde trainiert für Sprengstoff, Drogen, Brennstoffe. Für die amerikanische Polizei. Wie kommt man als Musikerin, weil du kannst schon sagen, du bist, seit du ein kleiner, kleiner Stöpsi warst, ja. Bist du Musikerin, singst für dein Leben gern. Wie kommt man dann auf Sprengstoffhundetrainerin für die US-Polizei? Mein Vater, also er war leidenschaftlicher Schäferhundezüchter. Ja. Und ja, irgendwann musste er seinen Hund verkaufen. Und er hat dann eben recherchiert, wo er ist. Und so sind diese Kontakte dann eben entstanden. Und mit 6 war ich das erste Mal dort. Und ja, mit 18 dann raus in die große, weite Welt und habe eine Ausbildung gemacht. Und dann eben. Ausbildung auf Bürokauffrau? Ja? War damals ja, nach der Schule. Und dann nach der Ausbildung bin ich los nach USA und habe dann dort die Ausbildung für die Spürhunde gemacht.
Wahnsinn. Du hast eine Riesenröhre, was wir gesehen haben. Großartige Band. Danke. Ihr seid jetzt dann auch auf Tour erstmal. Ein kleines Spezialkonzert bei dir zu Hause, ne? Genau, das mache ich jedes Jahr. Ja. In meinem Heimatort in Waidhaus. Mhm. Eine ganz kleine Sommerserenade, ganz kleine Besetzung. Und es macht mir sehr viel Wobei Freude. Serenade hört sich immer nach leise an. Das ist natürlich Vollgas, oder? aber wir sind nur mit ganz kleiner Besetzung dann eben. Ja. Also nur Piano, ein bisschen Percussion. Und ich kann auch leise. So. Merkt man auch auf dem neuen Album. Ja. Dein erstes Album, obwohl du eine fast 30-jährige Gesangskarriere eigentlich schon hinter dir hast. Genau, es ist mein erstes Soloalbum. Genau. Wie kam es drauf? Ja, also es war schon immer mein Traum eigentlich, so meine eigene Musik auch zu machen. Ja. Und irgendwann, ich glaube, mir hat immer so der Mut gefehlt, das zu machen. Und irgendwann kommt der richtige Mann an die Seite und der hat mich dann eben ermutigt und gesagt, komm jetzt, wir probieren es jetzt einfach. Und ja, damit ich später einfach auch nie sagen kann, ja, ich habe es einfach nicht versucht. Und deshalb haben wir es jetzt einfach gewagt und da ist es. Super Ding. Wie ist das Feedback aufs Baby, auch von den ehemaligen Bandfreunden, mit denen du gespielt, gesungen hast? Ja, sehr gut. Also natürlich kommt immer mal wieder die Frage, warum Englisch? Ja. Aber Englisch, ich fühle mich einfach mit Englisch sehr wohl. Mhm. Und ich glaube, es passt ganz gut zu meiner Stimme. Und, wie gesagt, eine Riesenröhre. Ja. Und also das Feedback ist durchweg positiv, vom Cover angefangen bis zur Songauswahl. Also natürlich gibt es mit Sicherheit auch Menschen, denen es nicht gefällt, aber also so aus meinem Umfeld ist nur positive Resonanz. Wenn es allen gefallen kann, gefällt es eh keinem. Deswegen muss man sich natürlich auch... Jetzt könnte man natürlich schon sagen, Mensch, Oberpfälzerin, super Stimme, steht für die Heimat. Da könnte man natürlich auch ein Album auf Bayerisch machen. Ja, eigentlich wollten sie aus mir ja mal eine weibliche Hubert von Geusern machen. Aber? So mit Lederhosen und so. Ja, aber das ist meins. Also so eben, wie gesagt, mit Englisch und so, da fühle ich mich einfach sehr wohl. Kann man sich da besser ausdrücken? Besser ausdrücken? Ich meine, natürlich fällt es einem immer leichter in der eigenen Sprache oder so als auf Deutsch. Aber ich finde, es klingt einfach... passt zu meiner Stimmfarbe, ist der Klang einfach runter. Und es ist natürlich besser für die Welttournee, die dann irgendwann ansteht, oder? Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also nach eurer Serenade geht es dann auf Tour und... Genau, wir sind deutschlandweit unterwegs und auch eben in größeren Events dann, klein bis groß. Und jetzt auch über den Sommer natürlich auch Open Air. Jetzt kommen wir gleich zu unserer Abendschauerzahl des Tages. Mhm. Wie schaut es denn bei dir mit Schwimmen aus? Schwimmst du gern? Oder? Ich bin die totale Wasserratte. Also wenn ich es könnte, würde ich mir einen Pool bauen und den ganzen Tag, wenn das Wetter schön ist, nur im Pool schwimmen. Ah, da würden jetzt bestimmt viele Ja sagen, aber unsere Abendschauerzahl des Tages ist heute die 59. Ist eigentlich eine sehr erschreckende Zahl. 59% aller 10-Jährigen sind nämlich schlechte oder keine sicheren Schwimmer. Also ist vielleicht eine wichtige Info für uns Erwachsene, wenn die Kleinen jetzt dann bei gutem Wetter wieder wie wild im Freibad oder am See toben. Und 6 von 10, die können einfach gar nicht oder nicht richtig schwimmen. Wäre doch mal ein gescheiter Schwimmkurs der Plan. Hast du damals einen Schwimmkurs gemacht oder einfach von selber losgelegt? Nee, das war im Urlaub in Italien. Einmal untergetaucht und dann getaucht und dann Kopf hoch und dann hat es funktioniert. Das funktioniert. Da sollte man sich nicht drauf verlassen. Gell? Also bitte einen gescheiten Schwimmkurs, wird massiv angeboten und ist wirklich eine gute Geschichte. Morgen um 18 Uhr sehen wir uns dann wieder zur Abendschau, wenn Sie Lust haben, Zeit haben und mögen. Danke für den Besuch. Schönen Sehr Abend. Gerne,